Herzlich willkommen in der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg. Mein Name ist Johannes Lauer, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter der Bildungsabteilung und werde Sie heute etwas durch unsere Wechselausstellung führen, die wir leider Corona-bedingt gerade nicht zeigen können. Ende der Zeitzeugenschaft? Fragezeichen. Die sich mit dem großen Thema beschäftigt, was passiert jetzt in der Gedenkstättenarbeit oder auch generell, wenn die Zeitzeugen nicht mehr da sind, um zu erzählen, was während des Holocaust, was während des Nationalsozialismus passiert ist. Wir befinden uns hier im Eingang der Ausstellung und mit einem etwas ungewöhnlichen Setting. Wir haben hier einen Stuhl und diese Interviewsituation aufgebaut und sehen Videos aus unserem Bestand mit Leuten, die schweigen. Das heißt, wir brechen hier vielleicht erstmal mit der Erwartung, die Zeitzeugen, die reden, die Zeitzeugen, die omnipräsent sind, weit bekannt hier in Deutschland und darüber erzählen, über ihr Schicksal, über diese Zeit des Nationalsozialismus. Aber sie schweigen jetzt erstmal. Und das ist die Situation, wie sie vor den Interviews ist. Gleich geht's los mit dem Video und es zeigt diese etwas angespannte Erwartungshaltung auch von Seiten der Zeitzeugen, auch mit einer Vorfreude teilweise, ihre Geschichte zu erzählen. Es geht dann auch weiter direkt mit einer zweiten Videoinstallation, die sich auch eigentlich alle Videos, die wir hier zeigen, sind aus unserem Bestand der Gedenkstätte, aus unserem Videobestand, die auch jetzt erstmal ungewöhnlich wirken. Was passiert denn hier gerade? Also die Kamera wird gewischt. Normalerweise sind heute diese Zeitzeugeninterviews oder wie man sie auch in Fernsehdokumentationen kennt, einfach wie Filme. Spielfilme, geschnittene Werke. Und das hier sind Situationen, die man eigentlich nicht sieht in Zeitzeugeninterviews. Da geht es darum, dass Zeitzeugenvideos gemacht sind. Es steckt was dahinter. Man braucht Licht, Make-up, Ton. Und es gibt Szenen, die rausgeschnitten werden aus diesen fertigen, perfekt produzierten Videos. Und diese Szenen zeigen wir hier. So, und jetzt werden wir mal noch weiter in die Ausstellung hineingehen. In den nächsten Räumen wird es dann darum gehen, wie erzählen Zeitzeugen eigentlich und wie ist denn auch die Geschichte der Zeitzeugenschaft. Die Funktion, die Rolle der Zeitzeugen hat sich in den letzten Jahrzehnten stark gewandelt. Das, was wir bis jetzt kennen und auch oft schon gesehen haben, das ist eigentlich nur seit Anfang, Mitte der 90er Jahre vielleicht der Fall. Aber diese Geschichte der Zeitzeugen, auch die Rolle selbst, hat sich in den Jahrzehnten stark gewandelt, was wir jetzt auch in den nächsten Räumen sehen werden. So, im zweiten Ausstellungsraum dürfen wir erstmals der Öffentlichkeit auch bisher ungezeigte Videos aus unserer Sammlung der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg präsentieren. Wir haben tief gegraben bei uns im Archiv und sind auf viele faszinierende Momente auch gestoßen, denen man sonst in den Zeitzeugeninterviews auch wenig begegnet. Und wir haben es jetzt inhaltlich versucht, unter drei Worten zu fassen. Und zwar unter Erinnerungen, Erzählungen und Erwartungen. Bei so einem Interview sind immer mindestens zwei Leute im Raum. Das heißt, der Zeitzeuge oder die Zeitzeugin und der Interviewer. Oft bei sprachlichen Hindernissen oder verschiedenen Sprachen, die gesprochen werden, ist dann noch ein Übersetzer oder eine Übersetzerin im Raum. Das heißt, mindestens zwei Leute, was bedeutet, dass es auch mindestens zwei Erwartungen an dieses Video gibt. Die des Interviewers, wie viel Raum er oder sie den Zeitzeugen gibt, aber auch des Zeitzeugen. Was ist mir denn wichtig? Was möchte ich erzählen? Und das haben wir hier versucht, in diesem Raum nochmal herauszustellen. Und wir haben zum Beispiel Max Glauben, der ein absoluter Profi ist, der auch in Schulklassen geht, für die erzählt seit Jahren, als professioneller Zeitzeuge arbeitet und wirklich seine Geschichte auch durchchoreografiert wirklich erzählen kann. Er reichert diese auch an mit Sachen, die er dazugelernt hat. Das sind nicht nur mehr seine persönlichen Erfahrungen, sondern er ist praktisch schon Historiker und Zeitzeuge in Personalunion. Wohingegen Simon Rüger sich gar nicht mehr erinnern kann. Das ist sein erstes Interview von Mitte der 90er Jahre. Er hat davor wahrscheinlich
noch nie oder noch nie öffentlich über dieses Thema gesprochen. Und er erinnert sich wirklich nicht mehr. Er sagt es offen. Ich erinnere mich nicht. Er erinnert sich nicht an Details. Und dieses sich nicht erinnern ist auch ein seltener Aspekt in Zeitzeugenvideos. Dazu deuten wir hier schon mal an, am Beispiel von Hannah Malka, wann fangen die Zeitzeugen eigentlich an zu reden? Und bei ihr ist es so, dass sie es jahrzehntelang nicht tut. Auf die Gründe geht sie dann auch noch näher ein. Aber wir haben dann auch Josef Capell hier, der, und das ist ein Video, was uns etwas sprachlos auch hinterlassen hat, einfach am dramatischsten Punkt seiner Erzählung unterbrochen wird, wegen Fehlern in der Kommunikation zwischen Interviewer, Zeitzeuge und der Übersetzerin. Wir gehen jetzt weiter in den nächsten Raum, in den großen zentralen Raum unserer Ausstellung, wo es wirklich um die Geschichte der Zeitzeugenschaft geht. In welcher Funktion haben die Zeitzeugen geredet? Wie viel Raum gab es überhaupt für ihre Erzählungen? Und wie taten sie es? Auf welcher Bühne auch? Das schauen wir uns jetzt näher an. Ja, der zentrale Raum unserer Ausstellung beschäftigt sich mit der Geschichte der Zeitzeugenschaft. Seit 1944. Und zwei Leitfragen ziehen sich durch diesen Raum, durch diesen großen Raum hier. Die erste ist, wie viel Raum gab es überhaupt für die Zeitzeugen, ihre Geschichte zu erzählen? Hatten sie überhaupt die Gelegenheit dazu? Und die zweite Frage, die sich uns gestellt hat, auch im Laufe der Ausstellungskonzeption, ist, wo haben sie es denn getan? Auf welcher Bühne war das denn? Welche Öffentlichkeit hat ihnen überhaupt zugehört? Das ist was, was man jetzt komplett in diesem Raum erkennen kann, auch mit diesen großen Projektionen, die hier an den Wänden angestrahlt sind. Wir starten schon vor Kriegsende mit der Sammlung und vor allem der Dokumentation der nationalsozialistischen Verbrechen. Wir haben zwei jüdische Journalisten, Erik Schwab und Maya Levin, die die amerikanische Armee begleiten und unter anderem auch die Befreiung der Konzentrationslager Buchenwald und Dachau fotografieren und durch ihre Fotos diese Verbrechen auch der Weltöffentlichkeit bekannt machen. Wir haben unser Kooperationspartner, das Jüdische Museum in Hohenems in Österreich, hat durch gute persönliche Kontakte mit dem Sohn von Maya Levin zu Michael Levin tolle Objekte für uns beschaffen können, seinen Kriegsberichterstatterausweis und auch einen Brief an seine Frau, den er aus Weimar schreibt. Und ja, wir sind sehr froh, das hier zu haben und wollen damit auch zeigen, dass sogar vor Kriegsende bereits die ersten, jüdische Journalisten auch das Schicksal ihrer eigenen Religionsgenossinnen und Genossen dokumentieren und auch publik machen. Kurz nach Kriegsende reist ein US-amerikanischer Psychologe, David Boder, durch Europa und versucht, Holocaust-Überlebende zu interviewen. Ihm geht es vor allem sehr um das Trauma, die seelischen Schäden, die Leute davongetragen haben. Und in Paris interviewt er unter anderem auch vier Flossenbürg-Überlebende. Einer davon ist Adam Krakowski, der später in die USA auswandert und der 60 Jahre später nochmal vom USHMM in Washington zu diesem Interview mit David Boder befragt wird und ob er sich daran noch erinnern kann. Er kann es kaum noch. An Inhalte kann er sich fast nicht mehr erinnern. Ihm ist nur das damals ganz neumodische Aufnahmegerät im Gedächtnis geblieben. Anderer Überlebender, den wir leider hier nicht zeigen können, Mark Moskowitz, er kann schwören, dieses Interview nicht gemacht zu haben. Er kann sich gar nicht mehr daran erinnern, aber er kennt seine Stimme auf diesem Aufnahmegerät. Das heißt, es sind sehr junge Leute gewesen, die damals interviewt wurden, die auch da gefragt wurden, was denn ihre Zukunftspläne seien, so kurz nach dem Krieg. Und die dann 60 Jahre später auch kaum noch sich in Erinnerung rufen können, was sie mit David Boder damals geredet haben. Hanna Bloch-Kohner ist eine Überlebende, eine Auschwitz-Überlebende, die im wahrsten Sinne des Wortes 1953 eine Bühne, eine Fernsehbühne betritt. Und zwar wird sie im TV-Format This is Your Life vom Moderator überrascht. Sie sitzt im Publikum, wird dann auf die Bühne gebeten. Und das Prinzip der Sendung ist, dass dort dann
ja, die Lebensgeschichte erzählt wird, prägende Ereignisse und Überraschungsgäste auf die Bühne kommen. Bei ihr ist es so, dass aus ihrer Überlebensgeschichte, die sie persönlich hat, eine amerikanische Erfolgsgeschichte gemacht wird. Sie ist ein Paradebeispiel dafür, sie emigriert in die USA, trifft ihren Mann wieder nach dem Krieg, spricht dann auch sehr gutes Englisch und sie ist ein Beispiel dafür, wie die USA über den Faschismus gesiegt haben, der Sieg der Familie, der amerikanischen Werte, der liberalen Werte über den Nationalsozialismus und sie ist ein Beispiel dafür. Sie trifft dann auf der Bühne einen ihrer Befreier wieder. Als Höhepunkt dieses ganzen Spektakels ist dann eine Begegnung mit ihrem Bruder, den sie seit der Befreiung auch nicht mehr gesehen hat, der in Israel damals lebt. Und aus ihrer Geschichte wird erstens eine amerikanische Erfolgsgeschichte gemacht und zweitens einfach ein absolutes Fernsehereignis, eine Show. Was nicht erzählt wird, ist, dass ihr Mann schon versucht hat, sie in die USA zu holen, bevor sie in die Konzentrationslager kam, was aber an den US-amerikanischen Einreisegesetzen gescheitert war. Das kommt mit keinem Wort zur Sprache. Eine weitere Bühne bietet sich dann in den 1960er Jahren für die Holocaust-Überlebenden. Wir haben hier einen Gerichtssaal. In den 1960er Jahren finden wieder sehr große Prozesse statt. Zum Beispiel 1961 der Prozess gegen Adolf Eichmann in Jerusalem oder dann später auch die Frankfurter Auschwitz-Prozesse. Das ist nochmal eine Bühne, auf der die Überlebenden sprechen können. Sonst gibt es eigentlich wenig Raum. Es gibt praktisch kein Format, in dem sie reden können. Aber sie sagen als Zeugen vor Gericht aus. Und das Besondere bei dem Prozess gegen Adolf Eichmann ist es, dass sich die Funktion jetzt komplett wandelt. In früheren Prozessen war es so, dass sie wirklich als Zeugen die Täter identifizieren mussten, damit die Verbrechen zweifelsfrei belegt werden konnten. Spezielle Ereignisse, Taten, die nachgewiesen werden mussten. Ab dem Prozess gegen Adolf Eichmann geht es aber darum, dass eher ein Bild davon gezeichnet wird, wie groß, wie umfassend die nationalsozialistische Vernichtungspolitik war und wie der Alltag auch in den Lagern war. Das ist ein grundlegender Wandel in der Funktion der Zeitzeugen. Sie beschreiben jetzt nicht mehr oder sie identifizieren die Täter nicht mehr, sondern sie sind dafür da, das Gesamtbild zu malen, beziehungsweise über die Ausmaße der Verbrechen zu sprechen. In der Öffentlichkeit gibt es also kaum Raum, für die Überlebenden zu sprechen. Dass sich das ändert, dafür braucht es einen Auslöser. Und der kommt 1979 in Form der US-amerikanischen Serie Holocaust, die in den dritten Programmen ausgestrahlt wird. Es geht um das Schicksal einer fiktiven Familie Weiß und deren Schicksal wird nun in die Wohnzimmer in der Bundesrepublik gebracht. Es ist ein absoluter Blockbuster, bis zu 15 Millionen Menschen schalten ein und tausende Zuschriften erreichen den WDR. Ein ganz breites Spektrum von Unterstützung bis hin zur Kritik, bis zu der Debatte um die ewige Schuld, die dann wieder aufkommt. Abgesehen von den Inhalten dieser Serie ist einfach festzuhalten, dass es diesen Auslöser gebraucht hat, damit über das Thema Nationalsozialismus gesprochen wird. Nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch im privaten Rahmen. Auch in den Familien wird kaum über das Thema gesprochen. Es gibt natürlich ganz individuelle Fälle, aber generell ist es ein Thema, was wenig in den Familien diskutiert wurde. Und in den 1980er Jahren kommen dann auch die zweite und dritte Generation, also die Enkel oder Kinder der Überlebenden, die sich dann fragen oder die eigentlich selber Orientierung und Halt suchen in dieser Diskussion. Und die versuchen, das Thema auf eine ganz eigene Art und Weise zu verarbeiten. Es geht zum Beispiel über Comics. Art Spiegelman Maus ist ein ganz bekanntes Beispiel dafür. Oder auch musikalisch, wo jetzt die nachfolgenden Generationen versuchen, mit dem Thema umzugehen. Weil in vielen Familien gar nicht über das Thema gesprochen wurde. In anderen Fällen, was natürlich auch Ausnahmefälle sind, wo das Thema omnipräsent war, die es nicht mehr hören können,
das Thema. Diese Geschichte, die eigene Vergangenheit bzw. die Vergangenheit der Vorfahren wieder und wieder zu hören. Wo dann auch irgendwann gesagt wird, dass es vielleicht zu viel ist, was sie hören oder worüber sie gesprochen haben. kommt dann Schindlers Liste raus von Steven Spielberg. Oscar-prämierter Film, der einfach dazu führt, dass es einen absoluten Boom an Zeugnissen gibt. Die älteren Generationen merken, meine Geschichte ist interessant. Es gibt ein Publikum für meine Geschichte. Roma Ligocca, die ihre eigene Geschichte dann verfasst, weil sie sich in dem Film Schindlers Liste wiedererkennt, als Mädchen mit dem roten Mantel. Wichtiger Faktor ist natürlich jetzt auch, dass die Leute Zeit haben. Dann das Rentenalter erreicht, sie haben viel Zeit, darüber nachzudenken, über ihre eigene Geschichte. Und sie versuchen jetzt, das weiterzugeben. Einer Öffentlichkeit, nicht nur im privaten Rahmen, sondern ihre Geschichte auch wirklich weiterzuerzählen. Zum Beispiel auch in Bildungskontexten dann, vor Schulklassen. Ist auch ein ganz wichtiges Thema, dass diesen Zeitzeugen, dass sie eine gewisse Aura umgibt, dass sie eine vermeintliche Authentizität haben, die Begegnung mit den Zeitzeugen wirklich was ist, was nicht ersetzt werden kann. Was dann natürlich auch für die Bildung, für die Weitergabe, für die Mahnung auch an Jugendliche eine wichtige Rolle spielt, was auch viele von unseren Überlebenden in Videos sagen, dass sie einfach einen Auftrag für sich empfinden, mahnende Worte an die Jugend zu richten. Es gibt auch Fälle, wo sich Überlebende fälschlicherweise diesen Status geben. Wir haben auch einen Fall in Flossenbürg, der 2005 enttarnt wird, als sich jemand als einen falschen Zeitzeugen ausgibt, als falscher Zeitzeuge ausgibt. Es gibt also vielleicht auch eine Frage, wie unkritisch sind wir in der Arbeit mit Zeitzeugen? Diese Frage müssen wir als Gedenkstätten uns auch stellen. Gleichzeitig kommen aber auch spätestens ab den 90er Jahren Diskussionen auf, wie es dann weitergeht, wenn die Zeitzeugen nicht mehr leben. Mit den Einnahmen aus den Filmen führt die USC Shoah Foundation tausende Videos, die aufgezeichnet werden nach einem festen Schema. Und diese Frage nach, was passiert, wenn wir nicht mehr da sind, ist eine, die sich langsam, aber stetig jetzt auch durch diesen letzten Teil der Ausstellung zieht und die wir dann im letzten Raum nochmal aufwerfen und versuchen, mit ihnen zu diskutieren. Wir können noch keine Antwort darauf geben, was passieren wird. Wir versuchen aber auch Möglichkeiten auszuloten, was denn zukünftige Möglichkeiten sein könnten in der Arbeit mit den Zeitzeugnissen, die uns die Überlebenden hinterlassen haben. Der letzte Raum, unser Zukunftsraum, wie wir ihn auch intern genannt haben, der beschäftigt sich jetzt mit der großen Frage, wie geht es weiter mit der Zeitzeugenschaft? Wie ist die Zukunft der Zeitzeugenschaft? Es ist eben schon kurz angerissen, dass die Diskussion um das Ende der Zeitzeugen schon seit mindestens 25 Jahren laufen. Wir haben hier ein Zwiegespräch zwischen zwei Überlebenden, die schon 1995 in Paris drüber reden. Was denn jetzt passiert mit dem oder der letzten Überlebenden? Dass es eine Vorstellung ist, die sie gar nicht treffen wollen, was das jetzt bedeutet, wie sie damit umgehen wollen. Das heißt, aus einer eigenen Perspektive heraus können sie auch gar nicht sagen, was es bedeutet, der oder die letzte Überlebende zu sein. Für uns als Institutionen, Museen, Gedenkstätten ist es natürlich auch die Frage, wie ersetzen wir die persönliche Begegnung mit Zeitzeuginnen oder Zeitzeugen? Wir haben darauf noch keine Antworten. Das sind alles Prozesse, die jetzt seit mehreren Jahren laufen, wo auch probiert wird, praktische Dinge umzusetzen, wo natürlich auch jetzt die jüngere Generation mit einbezogen werden muss in solche Diskussionen, was denn eigentlich auch die eigenen Bedürfnisse sind. Und wir haben hier auch eine Möglichkeit näher dargestellt, die gerade ja vor allem aus den USA wieder hier herübergekommen ist, und zwar sind das sogenannte interaktive Hologramme. Wir sehen hier den Film 116 Cameras.
wo die Holocaust-Überlebende Eva Schloss mehrere Tage lang von eben 116 Kameras in einer Kuppel gefilmt wird, ungefähr 1000 Fragen beantworten muss in diesen 3 Tagen, die dann aufgezeichnet werden. Und im Anschluss ist es dann möglich, mit ihr ein Gespräch zu führen. Das ist der Anspruch. Es wird also mit ihr bzw. mit ihrem Hologramm ein Gespräch simuliert. Eine persönliche Begegnung wird simuliert. Man kann ihr Fragen stellen und ein Algorithmus versucht dann aus diesen vorgefertigten Antworten die passende herauszufinden. Es ist eine Möglichkeit, doch von vielleicht nur Videos wegzukommen, von Vermittlung, Geschichtsvermittlung mit Videos hin zu einer etwas persönlicheren Ebene, wo man jetzt diskutieren muss. Ist das ein geeignetes Format? Ist das überhaupt ein Gespräch mit einer Zeitzeugin oder einem Zeitzeugen? Wie groß ist die Distanz? Diese Authentizität der Zeitzeugen, ist die überhaupt noch vorhanden in solchen Formaten? Das sind Fragen, die wir hier uns stellen, die wir Ihnen stellen, wo wir Sie auch gerne einladen, sich zu beteiligen. Und wir hoffen, dass Sie uns in diesem Prozess die nächsten Jahre auch begleiten werden, weil wir haben noch keine Antworten auf diese drängenden Fragen und wir werden sie in den nächsten Jahren weiter diskutieren müssen. Unsere Ausstellung läuft noch bis zum 15. März. Wir hoffen, bald wieder öffnen zu können. Wir haben auf unserer Homepage eine Online-Ausstellung auch gemacht, wo wir ausgewählte Inhalte dieser Ausstellung nochmal präsentieren und die Sie sich auch im Internet dann angucken können. Dazu auf unseren sozialen Medien finden Sie auch immer zu dieser Ausstellung häppchenweise Themen, die wir Ihnen zur Verfügung stellen. Aber natürlich hoffen wir, Sie auch persönlich wieder hier im neuen Jahr vor Ort begrüßen zu können. Ansonsten informieren Sie sich gerne auf unserer Homepage über die aktuellen Entwicklungen und bis bald.